Guten Morgen, darf Sie herzlich hier bei uns im Verteidigungsministerium begrüßen. Ich freue mich hier, meinen Kollegen Horst Seehofer begrüßen zu dürfen, unseren Ministerpräsidenten Herrn Haseloff und Herrn Kretschmer. Ich freue mich, Herrn Leinhus als Inspekteur Cyber und Herrn Lehmann, Herrn Wendt und Herrn Bernstiel als Abgeordnete aus der Region begrüßen zu dürfen. Es geht heute im weitesten Sinne um das große Thema Cybersicherheit. Wir leben in einer Gesellschaft, die immer stärker vernetzt ist, in der die Digitalisierung, die gewaltige Chancen bietet, immer schneller auch voranschreitet. Aber mit dieser tieferen Vernetzung in unserer Gesellschaft sehen wir natürlich auch die Risiken auf der anderen Seite beim Thema Cyberkriminalität, Cyberpropaganda, hybride Bedrohungen. In dem Maße, wie Forschung und Wissenschaft und Technisierung und Digitalisierung fortschreiten, schreiten auch natürlich die Risiken fort. Und deshalb werfen wir heute einen Blick auf das Thema Cybersicherheit. Wir haben beim Cybersicherheitsthema die Erfahrung längst gemacht, dass es keine Innen- oder Außenpolitik mehr gibt, sondern die Grenzen fließend sind, nicht mehr da sind. Es ist ein globaler Cyberraum. Und deshalb danke ich zunächst einmal für die sehr, sehr gute und enge Zusammenarbeit mit dem Innenministerium. Das spiegelt wieder, wie man an das Cyberthema auch herangehen sollte. Zweitens, wir haben uns neu aufgestellt. Wir haben, weil das Thema eine so große Bedeutung hat, inzwischen eine Cybertruppe aufgestellt mit 15.000 Soldatinnen und Soldaten. Wir haben an der Universität der Bundeswehr in München einen eigenen Cyber-Masterstudiengang, um die Ausbildung der zukünftigen Experten sicherzustellen. Und wir haben ein Forschungszentrum CODE mit einem Cluster drum inzwischen entwickelt. Ich spreche aber sehr stark jetzt über die Dinge, die heute, hier und jetzt entscheidend sind. Wir haben uns zusammengetan, um in die Zukunft zu schauen. Denn beim Cyber- und Digitalisierungsthema ist vor allen Dingen eine Komponente wichtig, und das ist Geschwindigkeit, Tempo. Die Technik wächst so exponentiell in die Forschung, dass wir als Bundesregierung und Bundesländer nicht mehr warten wollen, bis Forschung gereift ist, das Produkt da ist und wir es dann gegebenenfalls übernehmen, sondern wir wollen vor die Entwicklung kommen. Und deshalb haben wir eine Cyberagentur, eine Agentur für Cybersicherheit gegründet, die wir heute auf den Weg bringen wollen. Eine Agentur für Cybersicherheit hat die Aufgabe, rauszugehen als Schatzsucher und die hochinnovative, disruptive Forschung zu suchen, die Grundlagenforschung, und diese dann zu fördern. Wir sind also ganz von Anfang an mit dabei. Dazu muss man Mut haben, man muss Risikokapital haben, denn nicht jede Forschung ist erfolgreich und wird dann auch ein Produkt. Wir haben Beispiele international, die zeigen, was daraus werden kann. Im amerikanischen Militär gab es immer schon seit Jahrzehnten die Agentur DARPA, die mal das Internet, als es erfunden wurde, als erste gefördert hat. Wir sehen heute, es ist eine weltumspannende, forschende Errungenschaft, die eines Tages auch mal das GPS als Grundlagenforschung gefördert hat. Und das Gleiche gilt für die Spracherkennung im Handy Siri, die wir alle kennen. Es gibt aber auch aus Israel hochinteressante Beispiele, wo der Staat früh angefangen hat, Risikoforschung zu fördern und dann eben auch mit am Ball zu sein, wenn daraus das Produkt wächst und drumherum die Cluster sich entwickeln mit der produzierenden Wirtschaft. So, und weil wir das heute auf den Weg bringen, möchte ich jetzt den Blick weiter oder den Ball weiterwerfen zu Horst Seehofer. Verteidigungsministerium und Innenministerium arbeiten hier so eng zusammen, dass wir eben eine gemeinsame Agentur für Cybersicherheit entwickelt haben. Und nachdem ich meinen Teil gesagt habe, kommt die zweite gute Hälfte dazu. Liebe Ursula, meine Herren Ministerpräsidenten, zur Agentur möchte ich jetzt an sich nichts mehr sagen. Das ist alles sehr gut dargestellt. Wir sind gemeinsam Träger dieser Agentur. Ich bin heute noch in einer zweiten Funktion da, nämlich neben des Standortes der Standorte der Agentur, denn das ist Bestandteil der Heimatstrategie der Bundesregierung.
Wir haben bei guter Lage der Bundesrepublik Deutschland insgesamt noch viele Regionen, die man als strukturschwach bezeichnen kann, aus Gründen, die sie gar nicht selbst zu vertreten haben, oft infolge der Wiedervereinigung unseres Landes oder infolge des Kohleabbaus oder nicht mehr Kohleabbaus, der Stahlproduktion und vieles andere. Und deshalb ist es Teil dieser Heimatstrategie, dass wir gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland überall schaffen, um den Menschen auch überall gleiche Chancen zu eröffnen und Antworten zu geben auf die Demografie, auf die Strukturschwächen. Das heißt vor allem, dass wir die Arbeitsplätze, und zwar auch hochwertige Arbeitsplätze, gerade im Dienstleistungsbereich, in diese Regionen bringen müssen. Dass die Politik der Vergangenheit, dass man dort, wo schon sehr viel ist, nochmal was zusätzlich gibt, nach Frankfurt, nach München, nach Hamburg, das ist heute eine Wende. Es wird jetzt sehr darauf geschaut, wie können wir den Regionen mit besonderem Handlungsbedarf als Bund unter die Arme greifen. Und deshalb ist es gut, dass die Entscheidung für den Standort der Agentur, die Orte werden die beiden Ministerpräsidenten nennen, aber Sie können schon daraus schließen, das muss irgendwo in Sachsen oder Sachsen-Anhalt sein. Und nicht oder, sondern und. Und darüber bin ich besonders glücklich. Das ist heute nicht die erste Entscheidung, die in dieser Richtung fällt. Ich kann mich an den Besuch bei dir erinnern in Sachsen, wo wir über 200 Polizeibeamte zugesagt haben. Das ist ja auch die Strategie, die Menschen zu den Arbeitsplätzen zu bringen oder die Arbeitsplätze in die Regionen zu bringen. Und da besteht ja auch noch ein Bedarf wegen der Grenznähe von zwei Grenzen. Die Polizeiführung wird in Brandenburg sein. Das ist schon so gewachsen in den letzten Jahren, aber da wird auch ausgebaut. Und heute jetzt die Agenturentscheidung. Dass Sie sehen, das ist ein Bestandteil eines Gesamtkonzepts Strukturpolitik zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland. Daneben natürlich auch die fachliche Aufgabe, die aber die Ministerin ausreichend geschildert hat. Ich bin sehr, sehr froh, dass dies jetzt eine gute Grundlage in der ganzen Bundesregierung ist, dieses Ziel zu verfolgen, wenn man etwas Neues gründet. Und das darf ich hier auch noch sagen, dass die Kohlekommission, wo ihr beide ja Mitglied wart, und die Bundesregierung festgelegt haben, dass in diesen Kohleregionen, wo langfristig der Kohleabbau beendet werden soll, 5000 Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst des Bundes geschaffen werden. Das, glaube ich, ist auch ein sehr, sehr starkes Signal und zeigt, dass wir keine Region abhängen, dass wir jeder Region helfen, die mit strukturellem Wandel zu kämpfen hat. Insofern ist es nicht nur für die Teilersicherheit eine große Sache, sondern auch für das große politische Ziel, in allen Regionen gute Zukunftschancen für die Menschen zu schaffen. Bitte nicht zurücktreten, wir brauchen noch weiter solche klugen Entscheidungen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren. Das ist ernst gemeint. Bitte so auch transportieren. Ja, meine liebe Frau von der Leyen, lieber Horst Seehofer, sehr geehrte Damen und Herren, mit Kollegen Kretschmer sind wir jetzt hier, um diese freudige Botschaft mit Ihnen gemeinsam zu teilen. Wir sind froh darüber, dass im 30. Jahr der Wende, eine weitere Wende dieser gesamtdeutschen Bundesrepublik, der wiedervereinigten Bundesrepublik stattfindet, nämlich Dezentralisierung, Strukturpolitik und auch Umsetzung der Versprechen, die im Koalitionsvertrag der Bundesregierung stehen und die wir unter anderem auch in dem Bericht der Kohlekommission als Empfehlung für die Bundesregierung wiederfinden. Dieser Bericht wird heute Abend erst der Kanzlerin offiziell übergeben. Und Sie sehen, es gibt zwei Ministerien, die haben schon im vorauseilenden Wissen, was dann die politische Folge ist, Entscheidungen getroffen. Und das ist gut so. Die Cyberagentur soll in das mitteldeutsche Revier, nicht weil sozusagen man irgendetwas gesucht hat, um dort
direkt oder indirekt neue Beschäftigungsmöglichkeiten zu organisieren, sondern weil sich dort die Doppelstadtregion Halle-Leipzig befindet, die auch gemeinsam einen Flughafen dort betreiben auf beiden Seiten der Landesgrenze. Die Landesgrenze ist historisch entstanden, aber es ist ein Wirtschaftsraum. Es ist ein Wissenschaftsraum mit sehr, sehr engen Verbindungen der Universitäten und Hochschulen miteinander. Wir haben die Leopoldina als einzige Nationalakademie Deutschlands in Halle mit auch einer Reihe von Kompetenzen. Wir haben wirklich auch die fachlichen Voraussetzungen, die wir auch fortentwickeln können für den Sitz dieser Cyberagentur, und zwar in beiden Städten als Reservoir für die Potenziale, die gehoben werden müssen.